So, hallo, kurze Korrekturpause für ein paar Things. Nur, dass ihr so grob wisst, wo meine mentale Stabilität gerade rumfliegt. Wenn ich mit dem Korrigieren bin, ist sie angeknackst. So, nennen wir es mal so. Okay. Wir haben das letzte Mal das Dingsschloss, keine Ahnung, wie es heißt, angefangen. Und sind in diesem Schloss bis zu einer Art Bosskampf gekommen und da geht's jetzt einfach nahtlos. Nahtlos ist gut mit 3 Tagen Zwischenpause oder so weiter. Aber jetzt kommen auch dann bald Ferien, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, mal ein bisschen vorzuproduzieren. Aber ich kann nichts versprechen. Sind nur kurze Ferien, die sind mit Vorsicht zu genießen. Ah, okay, ich muss den treffen. Ich wollte schon sagen, muss ich da was tun oder? Aber ja. Okay, aber den Boss mag ich, das ist cool. Oh, das war vielleicht nicht so cool. Okay, ich sollte die schon nutzen, um da drüber zu kommen. Aber dann sollte ich die ja wirklich nur. Wow, dann sollte ich da wirklich nur drauf springen, wenn es notwendig ist und sie nicht doppelt und dreifach anspringen, weil die laufen eh von selbst wieder raus. Ja, okay, die laufen eh von selbst wieder raus. Gut, das ergibt Sinn. Passt. Ist wieder interessant, dass ich beim ersten Versuch am weitesten gekommen bin, ne? Und jetzt, dadurch, dass ich jetzt erstmal wieder nachdenken musste, spielt es sich gleich wieder ganz anders. Das ist immer wieder faszinierend. So, ab. Ne? Beim ersten Mal bin ich einfach intuitiv rübergesprungen zu dem ersten blauen Stein. Und jetzt, muss ich da. Ach, da. So darf ich das nicht machen. Wie habe ich denn den Sprung das erste Mal gemacht, dass das so problemlos lief? Das hat sich nämlich gar nicht schwierig angefühlt. Ach, ich habe hier, glaube ich, gewartet und. Ja, irgendwie so. Okay, egal. Mist. Ich muss mal kontrollieren, ob die Steine durch die Steine, also die blauen Steine durch die Wände, die hier fahren, durchfallen. Nicht durchfallen, aber ob die durchlässig sind dafür. Ach Mann, weil dann kann ich die immer schießen. Dann ist es völlig egal. Oder dann kann ich nicht verfehlen mit dem Stein. Darum geht's mir. Das ist das, was ich klären will. Weil die laufen ja auch durch die Steine durch, einfach. Ja, okay, sehr gut. Dann kann ich nämlich einfach schießen, sobald ich den Stein habe und muss mich um nichts kümmern. Ich muss nicht erst mit dem Stein irgendwo hinspringen oder sonst was. Ich kann direkt mit dem Stein schießen und alles ist cool. Okay. Na, dann kann ich jetzt zack und. Oh, okay. Gegen die Wand darf ich natürlich nicht schießen. Ja, ich muss. Okay. Das war blöd. RIP. Okay, aber gefällt mir. Gefällt mir der Bosskampf. Ist ganz cool gemacht. Hat was. Es ist ja schwierig genug in Mario Bosskämpfe zu machen. Der ist tatsächlich ganz cool. Ich meine, es ist mehr ein Jump-in-One-Part als ein Bosskampf, aber irgendwo ist es auch ein Bosskampf. Weil dadurch, dass man halt den auch abschießen muss, den Kollegen. Ja, doch. Das macht das Ganze schon ein bisschen bossartiger. Die Musik ist nice. Und hängt. Da habe ich es gerade gesagt, da fing es an zu laggen. Das war nicht so gut. Das hat mich etwas aus dem Konzept gebracht. So. Aber man muss auf wirklich sonst nichts weiter achten. Das ist sehr angenehm zu spielen. Ah, da muss ich aufpassen. Okay. Da bin ich vorhin auch drauf gegangen. Genau, wenn ich nämlich nicht. Stimmt, so bin ich damals gesprungen. Richtig, ich habe den da unten gar nicht genutzt. Jetzt ist es mir wieder aufgefallen. Okay. Stimmt, ich bin einfach rübergesprungen. Es ist witzig, dass das geht und man den eigentlich gar nicht braucht, den Kollegen da unten. Aber man kann ihn zur Sicherheit benutzen. Das macht es dann doch etwas angenehmer. Ach, Mist. Aber es ist halt. Es ist auch wieder so unlogisch, dass er die Wachmänner losschickt, die ihm ja am Ende helfen. Like, würde er nichts losschicken, wäre ich einfach tot als Protagonist. Wieso ist es, also, wieso schafft man es nicht,
Das ist jetzt ja keine Kritik, so, das ist ja einfach grundsätzlich so. In ganz vielen Geschichten, wieso schafft man es nicht? Oh Junge, jetzt schießt der auch noch. Ja, aber... Oh Gott. Ja, wieso schafft man es nicht, das irgendwie so zu hinzukriegen? Weil es ist halt super schwierig, dass der Böse nicht am Ende dem Guten hilft. Also, die meiste Zeit gewinnt man eigentlich nicht, weil man halt der Gute ist, sondern weil der Böse einfach doof ist. Ja, dieser typische Plot-Armor. Wären die jetzt nicht da, die Wachmänner, hätte ich teilweise gar keine Möglichkeiten, hier über die Dinger zu kommen. Also, ich meine, klar, sie verhindern auch, dass ich vorankomme in gewissen Situationen. Jetzt schießt der wieder, jetzt wird es wieder richtig, richtig kritisch. Ich muss die möglichst schnell... Also, wenn die Phase kommt, wo er anfängt zu schießen, dann muss ich die möglichst schnell wegmachen. Weil da muss ich dem Feuer schon ausweichen, das reicht schon. Die Frage ist nur, ob ich die dann noch brauche. Oder ob ich dann erstmal chillen kann. Also den ersten Kasten kriege ich auch ohne die Wachmänner. Aber dann ist halt die Frage. So, jetzt müssen die... Nein, ich bin auf den drauf gelandet. Okay. Sylaikan hat gefragt, ob mir das tatsächlich Spaß macht, weil er sich es nicht so richtig vorstellen kann. Ich muss halt sagen, dadurch, dass das Level-Design so angenehm kurz ist, ist es zwar herausfordernd und auch schwierig, aber es macht Spaß, ja. Irgendwie schon. Irgendwie schon. Also wenn die Level ein bisschen länger wären, also wenn es jetzt ein richtiges Kaizo wäre oder so, dann könnte ich das auch nicht. Dann könnte ich das nicht so spielen wie jetzt. Aber so fühlt es sich noch an, als wäre es irgendwo machbar. Und als würde man es halt mit ein bisschen mehr Ehrgeiz und ein bisschen mehr Motivation auch schaffen. Bei einem Kaizo fühlt sich das halt nicht so an. Also, da kann ich das erste Level von Kaizo spielen. Das haut gerade so irgendwie hin. Mit Glück. Aber dann ist halt komplett vorbei. Also dann schaffe ich da nichts mehr alleine. Ohne irgendwelche Hilfen. Deswegen, ja. Aber das hier fühlt sich halt noch machbar an. Ach, Mist. Okay. Gut. Na, also tut mir leid für alle, die halt gerne viel Fortschritt in einem Part sehen. Das hier gibt's eher sozusagen die Geschichte, wie ich hier vorangekommen bin. Ungeschnitten, unzensiert. Alles noch im Rohmaterial. Hier wird nichts gecuttet. So. Okay. Nein, ich bin dumm. Nee, passt sogar. Nein, ich bin dumm. Mist. Ich meine, wenn ich auf die draufspringe, laufen die sogar schneller raus. Vielleicht sollte ich auf manche dann eher draufspringen. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich dann noch genug behalte. Jetzt schieben! Oh, jetzt bin ich wieder zu bald auf den drauf. Die Feuerphase ist noch eine ganz schön kritische Geschichte. Ich hoffe, dass das dann nur noch ein oder zwei Treffer sind und dann ist Geschichte hier. Aber wir werden sehen. Ich meine, ein Bosskampf darf dann auch mal etwas herausfordernder sein. So. Ja, und wenn halt gerade die Schulzeit nicht ziemlich stressig wäre mit allem, was so los ist, dann wäre es wahrscheinlich sogar noch entspannter, wie ich jetzt hier spielen würde. Aber ja, also ich mache das Beste draus. Das war knapp. Ich kann da auch so springen. Ich brauche die ja gar nicht. Ich kann da ja auch so rüberspringen. Aber ich komme noch viel zu selten in die Feuerphase. Da muss ich noch ein bisschen besser werden, was das angeht.
Den da. Schießen. Nicht zu nah rüber. Okay, so. Den würde ich gern kaputt machen. Okay, jetzt da oben. Da oben. Nein! Mist! Aber da kam keine neue Wand mehr. Vielleicht ist das der letzte. Vielleicht ist das der letzte. Ich habe zumindest keine neue Wand auf die Schnelle gesehen. Okay, aber wenn ich die mit Spinjump kaputt mache, dann habe ich da tatsächlich ein bisschen mehr... Mist. Habe ich da tatsächlich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Meinst, sollte ich jemals sowas wie Celeste spielen? Da habe ich ja auch gar keine Save States und das ist halt ein schwieriges Spiel. Also, da dauert es dann halt auch, bis man durchkommt. Da muss man sich halt auch Level für Level voranhangeln. Und im Prinzip ist es hier nichts anderes. Also, ich spiele es ja nur so, wie es eigentlich gedacht ist. Oh shit. So. Nein! Ah! Das Kritische ist so ein bisschen, dass ich noch nicht so das Gefühl habe, wenn ich auf den Wolken stehe, wie ich mich bewegen muss, weil die bewegen sich halt mit und dadurch komme ich manchmal so ein bisschen raus aus dem Rhythmus, wie man sich bewegt. Und dann rutsche ich, aha, und dann rutsche ich von der Wolke ab. So. Aber insgesamt, doch, es macht mir tatsächlich noch Spaß. Na, oh, es war dumm. Was mir noch nicht so Spaß gemacht hat, aber da muss ich auch noch, wie gesagt, irgendwann mal den Pro-Controller anschließen, sind die Geschichten, wo man viel LR braucht. Deswegen haben wir ja auch die Dimension Door erstmal ausgelassen. Mit 3 Exits. Die müssen wir irgendwann auf jeden Fall nachholen. Hilfe. Ah, nee! Okay, was ist, wenn man eigentlich einen verschießt? Kriegt man dann irgendwann einen... Wait, jetzt kommt das Feuer noch nicht. Das ist ja auch interessant. Dann kommt das Feuer später. Aber kriege ich dann noch einen Block mehr nachher? Also wenn ich... Vielleicht geht es ja irgendwie wieder von vorne los und dann, dass man dann einfach einen Block mehr hat. Wäre interessant. Oder man schafft es dann einfach nicht, wenn man nicht alle mitnimmt. Könnte auch sein. Aber ich kann den einen theoretisch verpassen, dann geht das Feuer noch nicht los. Aber ich glaube nicht, dass das eine... Oh, ja. Ich glaube nicht, dass das eine gute Strategie ist, einen Block zu verpassen. Halte ich jetzt nicht für die beste Strategie, ehrlich gesagt. Wow, das war knapp. Nein! Rüber mit dir. Ah, zu langsam. Ah, ärgerliche Momente. Aber wir hatten einen guten Ansatz, würde ich sagen. So. Gestern habe ich mich übelst geärgert. Ich habe so korrigiert, ne? Also auch die Schulaufgabe, die ich jetzt auch korrigiert habe. Und ich war so, oh nein. Ich habe wieder verpeilt. Und ich war so vertieft ins Korrigieren, dass ich einfach komplett vergessen habe, dass ich eigentlich am Nachmittag noch eine Fortbildung hätte. So online halt Fortbildung. Hat mich übelst geärgert, dass ich die verpasst habe. Die hätte mich nämlich schon interessiert. Aber was willst du machen? Ja, es ist halt... So Sachen passieren mir leider viel zu häufig, dass ich irgendwelche Termine verpeile und es ist... Es ist echt ärgerlich. Dass ich dann... Ich habe die ganze Zeit dran gedacht. Ich habe letzte Woche sogar noch an der Befragung teilgenommen. Das sollte man vor der Fortbildung sollte man so eine Befragung mitmachen. Ja, das habe ich alles gemacht. Die Fortbildung selbst... Ach Mist! Jetzt erzähle ich von der Fortbildung und bin da unkonzentriert. Und die Fortbildung selbst habe ich vergessen. Es ist einfach, weil ich ins Korrigieren so vertieft war und dann war es plötzlich schon, ich glaube, keine Ahnung, 9 Uhr oder so. Und dann, ja, ist mir aufgefallen, wait, hättest du nicht heute um 16 Uhr eine Fortbildung gehabt? Ja, und dann war es zu spät. Dann war die Fortbildung gelaufen. So, oh boy, oh boy, oh boy. Mach dich weg, mach dich weg. Okay. Feuer! Boah!
Nein, ich darf den nicht. Oh mein Gott, ich lerne das nicht. Ich darf den ersten nicht kaputt machen. Was ist eigentlich, wie hoch springe ich, wenn ich die mit Spinjump? Okay, dann mache ich auch einen relativ hohen Sprung. Dann mache ich die nämlich mit Spinjump kaputt. Dann habe ich, glaube ich, deutlich weniger Stress. Ja, ich glaube, das ist sogar gar nicht so schlecht. Meint die, die raus... Oh, nee! Die, die rauslaufen, interessieren dann im Prinzip eh nicht. Ach, Mann. Ich würde zumindest gerne mal sehen, wie die Mauer weitergeht, wenn ich diesen Block wegmache. Mann, das gibt's doch nicht. Okay, aber Spinjump ist eine gute Idee gewesen. Weil ich da tatsächlich dann weniger Stress da unten habe. Junge, das war das Feuer. Yikes. Na, oh, ich... Dass ich den immer in die falsche Richtung dann nochmal schmeiße. Aber das liegt halt daran, weil ich nochmal umkehren muss auf der Wolke. Und durch das Regulieren schmeiße ich dann zu schlecht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Nein, den... Oh. Den ersten muss ich doch zum Springen nutzen. Mist. Okay. Okay. Gut. Nein, nein, das ist eine schlechte Idee. Ja, konnte ich nichts mehr machen. Hab ich zu spät realisiert, was ich da tue. Yikes. Nice. Wow, okay, Hilfe, jetzt habe ich wieder das gleiche. Oh mein Gott. Nein. Oh. Mensch. So. Also, wenn ich mich hier bei dem Spiel mal aufrege, dann eher über mich als über das Spiel. Das hängt natürlich davon ab, ne? Ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, so die und die Stelle fand ich nicht so schön. Aber insgesamt macht doch eher ich die Fehler. Ich meine, dieses Skull-Level, das weiß ich nicht. Da bin ich nach wie vor kein Fan von. Das Broken Skulls-Ding, ne? Also, puh. Da bin ich echt kein Fan von. Nein, nicht. Wenn ich das mache, dann habe ich immer. Okay, noch erwischt. Ah, das Feuer ist. Oh, weiß ich nicht. Das Feuer hat halt so einen. Ich weiß nicht, ob ich es kontrollieren kann oder ob es random ist. Ich muss da mal drauf achten. Es fühlt sich random an und das macht es ein bisschen schwierig. Nein! Werfe ich in die Richtung. Dann kommt jetzt immer noch kein Feuer. Okay, es ist das Letzte. Alles klar. Gut zu wissen. Gut zu wissen, nach dem fünften ist Schluss. Und das ist wieder das, was ich meine mit der fairen Länge. Weil bis dahin ist es machbar. Wenn man es dann weiß, ist es noch angenehmer. Okay. Aber schön, kommt einfach dann die finale Wand und das war's. Man hat also keine weitere Chance, noch einen Block auf den Typen zu werfen. Ich darf also... Das heißt, ich kann im Prinzip, sobald ich einen Block verwerfe, kann ich eigentlich mich gleich umbringen. So, du kriegst keine zweite Chance. Das ist so ein Merkmal von dem Hack. Wenn du was versaust, du kriegst einfach keine zweite Chance. Dann war's das einfach. Okay, können wir jetzt... Nein, schade. Schade, schade. Aber wir waren nah dran.
So. Ja, das war's. Da, du, 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 du. Okay. Bam, 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 bam. Di, du, 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 du. Okay. Ach, das Runterfallen von den Wolken, ne? Die Bewegung von den Wolken ist noch so ein bisschen schwierig. Ich glaube, vielleicht will ich da erstmal mit dem Block abspringen. Ich habe zwar ein bisschen Angst, dass ich mir den Block kaputt mache, wenn ich dann auf den Gegner drauf springe. Ich weiß aber nicht, ob das passiert. Vielleicht sind die Gegner auch... Vielleicht machen die das bei den Blöcken nicht. Vielleicht reagieren die auf die Blöcke gar nicht. Das könnte sein. Dass ich dann hier wirklich in Ruhe erstmal abspringen kann und dann hier reinwerfen kann. Das ist, glaube ich, gar nicht so... Wow. Nein! Och Mann, jetzt habe ich den wieder. Das ist ja dann schon der Letzte, der da kommt. Ich muss es nur noch schaffen, dem Feuer auszuweichen. Das ist am schwersten, weil das Feuer nicht so vorhersehbar ist. Mist. Ich glaube, das Feuer ist zwar immer ähnlich, aber hängt halt davon ab, wann ich ihn abschieße, wie er anfängt mit dem Feuer. Deswegen ist es halt nicht so vorhersehbar. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! That's it! Nice! Sehr schön. So, wir haben einige Monde zum Nachgucken. Die müssen wir jetzt mal nachgucken gehen. Oh, was passiert denn jetzt? Spin. Post removed. You defeated the Rogue Motivation Team's leader, who was being controlled by Uub. It's still not safe for your ASCII friends to return, though. And Mona is nowhere to be found. Okay. Ja, keine Ahnung. Das sind wieder irgendwelche Insider wahrscheinlich, die kein Mensch versteht, wenn man das nicht kennt. Dieses Forum oder um was es da geht. Gut, aber schön. Das heißt, hier ist erstmal so ein Rückweg. Ne? Das hier haben wir dann erstmal alles gesehen. So, dann gehen wir jetzt mal runter zu den Monden. Da haben wir jetzt hier einiges zu gucken. Zack. Ah, zack. Da war hier der Schlüssel, ne? Genau. Super. Gut. Es gibt die Open Broken Skulls, haben wir sogar gemacht. Das ist der Mond, den wir schon bekommen haben. You can jump through the gap to skip the info screen. You can jump through the gap to skip the info screen. Okay, was für ein info screen? Na gut. Was ist das jetzt hier für ein Sprung? Hilfe. Muss ich den mit Anlauf machen? Ja, okay. Ist hier irgendwas? Nee, scheint nicht so. Mich irritiert die Beere, aber okay. Elboons Code ist in the Secret. Okay. Aber in dem Secret waren diese Dinger, oder? Ich glaube, das Secret waren diese, sag schnell. Die QR-Codes waren, glaube ich, Secret. Bin mir nicht mehr sicher. Mist. Mist. Habe ich noch einen? Ich habe gar keinen mehr. Okay. Gut. Ich glaube, das Secret waren diese QR-Dinger, wo man... Ich halte mal kurz hier ein State. So, zack. Dann resetten wir mal schnell. Dann resetten wir mal schnell. So.
es immer noch geil. Ist das hier eigentlich mit You Can Skip irgendwas in der Intro-Screen gedacht? Warte mal, ich spule mal kurz zurück. Ist hier irgendeine Gap, die man skippen? Nee. Ich glaube, das ist nicht... Übrigens, jetzt habe ich nur resettet, jetzt ist wieder alles deutlich lauter. Moment mal kurz. Hallo? Alter, mal... Ich bin zu dumm dafür. So. Nee, ich glaube, das ist nicht damit gemeint. Was ist denn Intro Screen? You can skip the gap in the Intro Screen. Ah, ich geh jetzt mal kurz hier wieder. Ah, nee, das konnte ich hier ja auch machen, ne? Genau, das konnte ich hier ja auch machen. Gehen wir nochmal da rein. Ach shit, wie ging das denn? Ich habe gerade komplett vergessen, was ich mache. Ich glaube. Wieso komme ich jetzt hier raus? Ich glaube, ich musste hier irgendwie raus, ne? Und dann habe ich doch gewechselt zu dem anderen. Aber der ist jetzt auf dem Mond. Der ist jetzt gar nicht mehr beim Sigrud. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Wir machen das mal kurz in einer neuen Datei. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Ist wieder das Sound lauter plötzlich geworden. Das ist aber was, das hat mit dem Hack, glaube ich, nichts zu tun. Das ist irgendwas mit SNES 9X. Dass der bei Reset die Sounds auch resettet. Okay, wir gehen mal hier rein. Dann kriegen wir jetzt noch hier den Intro-Screen. You can skip the gap. Ist das Intro-Screen? Ich habe keine Ahnung, ob das der Intro-Screen ist. Aber was meint er hier mit You can skip the gap in the Intro-Screen? Bin verwirrt. Oh! Da drüben ist der gleiche Aufbau wie im Dings. Da kann man was machen. Momentle mal. Okay. Aber da muss ich ja... Wie mache ich denn das, dass ich da rüberkomme? Über die Pflanze! Über die Pflanze! Okay. Aber was, also was soll da, also, wir probieren es einfach mal. Das Ding ist genauso wie in dem Mondraum. Das Ding ist genauso aufgebaut wie in dem Mondraum. Mist. Mist. Huch. Interessanter Sound. Mist. Mist. Yo! Also hat jetzt nichts geändert, oder? Also ich bin jetzt praktisch in... Ob ich jetzt es über die Textbox mache oder so, ist egal. So, und jetzt konnte man hier rein, wechselte zu Luigi und dann war man auf Sigrud. Genau. So, und da hieß es jetzt... Das hier der Code, ja, super. Ich bin so eine Nuss. 2069, ja, natürlich, wir haben den Code doch sogar schon. Okay, jetzt kriegen wir wieder Sound Settings hier. So, zack.
Moment. So. Okay. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Dann können wir jetzt ja doch schon die Dings machen, die Höhle da oben. Siehst du, ich habe. Ah, sie, das ist. Dann können wir ja doch schon die Höhle da oben machen. Gut, dass wir. Diese Mondtipps sind echt cool. Wo war denn das hier, ne? Genau, Secret Passage. 2069. Oder muss ich El Boon is Real schreiben? 2069. Das wäre übel. Also 2069 würde bedeuten. Hä? B und B? 6 ist nach unten. 9 ist S. Ist S dann Start theoretisch? Also B werden die zweimal springen, ne? 2, 0. 6 ist nach unten und 9 ist Start. Oder Select. Was ist denn jetzt S und was? Ne, es gibt hier nur S. Die haben B, B, X, Y vergeben. Die haben hoch, runter, links, rechts. Und dann haben sie S und B. Was ist denn S? Start oder Select? Probier's mal mit Select. Also 2, 0, B, B, 6, Select. Okay, das ist es nicht. The secret you are looking for is in things. Ach, stimmt, das hat ja. Hey, stimmt, der hat ja gesagt, hier ist diese. Das muss ich in things. Ja, stimmt, das war doch das. Hä? Ah, Admin Select. Stabil. Aber jetzt hat er doch gesagt, der Passcode ist. Das ist ein anderer Passcode. Ist das ein anderer Passcode, maybe? Geh nochmal kurz in den Mond. Wir gehen nochmal kurz in den Mond. El Boons Code ist in the Secret. Ah, das ist wieder nochmal ein anderer Code. Aber ich glaube, das ist diese 20, also die 2069 ist für irgendeinen Code. Aber vielleicht. Warte, wo war denn El Boon? El Boon war doch in diesem anderen Raum-Dings. Ich bin leicht verwirrt. El Boon war doch hier oben. Da. Nee. Nee, hier war nicht El Boon. Guck mal, jetzt sind hier, sieht es jetzt ganz anders aus. Weil man das geschafft hat oder was? Wahrscheinlich. Oh, auch interessant. Man stirbt, wenn man jetzt stirbt, landet man nicht mehr da. Das ist auch interessant, okay. Oh! Elbu. Oh, warte, 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 warte. Da gibt es noch einen Mond über eine Röhre. Da gab es noch was. Das war hier. Scheiße, wieso starte ich denn jetzt hier? Oh nee, muss ich da jetzt nochmal durchspielen, damit ich wieder am Anfang starten kann? Konnte man nicht irgendwie die Level zurücksetzen? Oh, jetzt habe ich da oben wieder verteilt. Jetzt habe ich da oben wieder alles verstellt. Ah, Mist! Muss ich das jetzt nochmal spielen? Ich will zu El Boon zurück. Ich will in den Anfang von dem Level. Scheiße. Ja. Gab's nicht irgendeine Option, Level zu resetten? Nee, gab's wahrscheinlich nicht. Ah, Mist. Da kann ich nur hin und her wechseln. Ah, shit, dann müssen wir da noch mal kurz durch.
Scheiße. Ah, das ist doch... Es gab doch aber irgendeine Option gab es doch, dass man nicht... Ah, wie ging... Aber... Wartet mal kurz. Das muss ich mal kurz mal kontrollieren hier. Sonst spielen wir das kurz mit States. Ist mir dann auch wurscht. Gab es hier irgendwas? Stand hier irgendwas drin? Ach, jetzt bin ich da unten oben wieder. Nein, Jaromir interessiert mich nicht. Overworld soll open. Interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. Mache ich nicht. Scheiße. Wo könnten sowas gestanden haben? Hier vielleicht? Standen hier so Scherze drin? Da ging es nur um Blöcke, ne? Habe ich eigentlich jede Röhre mal ausprobiert? Das sind nur die Dinger. Ich glaube nicht, dass man hier alle Röhren mal ausprobieren sollte. Das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Ja, aber hier gab es, glaube ich, nicht so. Ich glaube, hier ging es nur um die Blöcke als Erklärung. Aber nicht sicher. Ja, collect moons. Start plus select to exit and go to grand moon to use moon. Ja, Scheibenhonig. Ah, gab's nicht irgendeine Option, ein Level zu resetten? Ah, das wäre jetzt praktisch. Aber gibt's nicht. Mist. Okay, dann lasst uns kurz mit Safe-States da durchgehen, in der Hoffnung, dass es sinnvoll ist, was ich tue. Weil hier fehlt uns ja tatsächlich noch ein Mond, das haben wir ja schon festgestellt. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt mit Safe-States so wahnsinnig sinnvoll ist. Weil, ja, wann soll... Das ist nämlich das Nächste, wann soll man hier eigentlich Safe-States setzen? Du bist hier die ganze Zeit in Bewegung. Hallo E-Mail. Bist du die ganze Zeit in Bewegung? Wann genau soll man hier einen Safe State setzen können? Jetzt. Der war super. Ja, jetzt hätten wir da einen setzen können. Ja, okay. Den nehmen wir. Aber du hast hier tatsächlich gar nicht so viele... Nein, Mist. Du hast ja tatsächlich gar nicht so viele Möglichkeiten für Safe States. Das ist ganz lustig. Ach komm. Nein! Ich will doch nur das Level von vorne starten. So ein Mist! Okay, guter State. Ja, guter State. Nicht so gut. So. Jetzt kommen wir zum Midway Point. Gut. Ja, das war nicht so gut. Nein, wir hatten es doch gerade. Moment, spulen zurück. So, hier sterben wir. Hier starten. Eieieiei. Sehr gut. Sollte jetzt schon ein bisschen schneller gehen, als wenn wir das richtig nochmal gespielt hätten. Ich will ja nicht das Level spielen, ich will ja nur den Anfang von dem Level zurück.
So doof, dass der die Röhre als gespeichert hat, weil ich da einmal durchgegangen bin. Das muss ich mir merken. Dass ich sowas nicht dann speichern sollte. Mist. Nein! Weiß nicht, ob der so gut war, aber doch, der macht was. Der macht was her. Der passt. Ah, jetzt muss ich wieder. Ich glaube, ich musste nach. Was musste ich drücken? Nach oben, ne? Ich glaube, ich musste nach oben drücken. Ich glaube, das war mein Fehler. Ich habe gerade wieder nach unten gedrückt. Ja. Okay. Gut, Pastates haben wir gebraucht, genau. Und da ist nämlich ein Mond gewesen. Ne? Da ist nämlich ein Mond gewesen. Genau das meine ich. Da ist ein Mond gewesen. Und in den wissen wir noch nicht, wie wir rankommen. Aber wir wissen jetzt 2069. Kann ich das hier irgendwie eingeben, wenn ich da jetzt mit Boon, Elboon nochmal spreche? Der war ja hier, der Elboon. So. Also das ist nicht Elboon, weiß ich schon. Aber da ist der. Aber da kann ich keinen Code eingeben. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich hier 2069 schreiben soll. Wie soll ich hier einen Code eingeben? Ich habe einen Code für dich, 2069. Mist. Ja, 2069, aber... Okay. Okay, aber wir haben das Level wieder resettet. Das heißt, wir können jetzt jederzeit in das Level normal reingehen. Hm. Bin ich noch nicht so schlau draus geworden. Aber wir wissen jetzt, die 2069 hat eine Bedeutung. Und Elboon ist halt real. War Elboon hier nochmal irgendwo? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das haben wir alles noch nicht gemacht. Hm. Aber ich denke, das wird uns noch klären. Wird sich noch klären. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich muss jetzt mal weiter korrigieren. 40 Minuten wollte ich gar nicht aufnehmen, aber diesmal hatte ich jetzt nicht so den Zeitdruck. Das war okay. Danke fürs Zuschauen und tschüss.